Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich war hier Anfang Mai, bevor es richtig losgeht und die Touristenströme die Eisriesenwelt im Tennengebirge bei Werfen im Salzburger Land erkunden wollen. Sie ist die größte Eishöhle der Welt. Ich hatte Glück, fotografieren oder filmen ist in der Saison nicht gestattet. Norbert, unser Höhlenführer, hat es uns aber ausdrücklich erlaubt. Die Kamera kann aber bei weitem die Schönheit der Skulpturen, das Licht und die Atmosphäre nicht einfangen. Besuchen Sie die Eisriesenwelt persönlich und lassen Sie sich verzaubern. Also, diese Höhle entdeckt wurde im Jahr 1879 bei der Naturforscher Anton Hossel aus Salzburg. Er hat bis zum Hierherrschaft, das ist ungefähr 200 Meter rein schon, aber von hier war ein bisschen zu steil für ihn. Und er hat nicht gedacht, es gibt Eis in dieser Höhle, so ohne Ausrüstung, er hat keine Chance zu weitergehen. Er hat markiert seinen Umkehrpunkt mit ein kleines schwarzes Kreuz. Und Sie können es immer noch sehen, wenn meine Höhle an der linken Seite am Fersen. So, wenn Sie kommen zu meiner Höhle, hier schauen Sie bitte an der linken Seite. Und der andere große Kreuz ist immer noch da. Es ist ungefähr 3 Meter von mir, hier links am Fersen. So, das war die ersten 300 Stufen. Die nächste Pause ist nur 120 Stufen. Ganz oben, das Eis ist 25 Meter dick und es geht über 70 Grad steil. Erstmal, wenn jemand hier raus im Winter 2013, Alexander Mosberg, ein Höhlenforscher aus Wien. Er müsste über 140 Stunden ins Eis einschlagen, so erkennt ihr auch. Ja, wir müssen ja auch hochgehen, aber Gott sei Dank haben wir schon eine Treppe vorbereitet für euch. Das ist immer noch ein bisschen steil, 45 Grad, so bitte gut aufpassen. Aber nachher, schwierigste Teile von der Führung ist schon vorbei. Es wird relativ flach, so es ist viel gemütlicher und bleibt ein bisschen schön. Endlich, wir sind schon bei unserer größten und ältesten Eisfigur. Das ist die Hymirburg. Hymir war ein Eisriese in der nordgermanischen Winter Mythologie oder Ältersage. Und das ist sein Burg. Hier über mich gibt es sehr, sehr große Spalten und sehr vieles Schmerzwasser kommt hier rein. Deswegen kann die Figur so riesig erwachsen. Es ist ungefähr 90 Jahre alt schon, so 90 Jahre her, ein Eisstalaktit von oben mit ein Eisstalagmit von unten getroffen in die Mitte und zusammenrollt. Und diese schöne Figur wurde von Wind geformt, wie eigentlich überall in diese Höhle. Eisriesenwerfer ein bisschen über 100 Jahre her, im 1920. Natürlich derzeit war nicht so einfach wie heute. Zum Beispiel war keine Bergstraße und auch keine Seilbahn. Seilbahn haben wir seit 1955. Das heißt, es war ein ganzes Tag-Tour, sicher über 10 Stunden. Und hier in die Höhle, Sie müssen dann überall klettern, aber keine Holzwege und Holztreppen, das haben wir heute benutzt. Das alte Weg hier, 100 Jahre her, war immer noch am Felsen. Und das war ungefähr 10 Meter tiefer. So viele Sachen ist ganz anderes drinnen. Das Einzige, was ist immer noch genau das Gleiche, ist, was für Lichter wir benutzen. So, wir halten unsere schöne Tradition mit Handkarbidlampen und einem Magnesium.
Das ist genauso, wie haben sie das gemacht im 1920. Und deswegen haben wir immer noch diese schöne Atmosphäre in dieser Höhle. Ich glaube, es ist ein ganz anderes Experiment, so durch die Höhle gehen, nur mit natürliches Beleuchtung. Unsere bekannteste Eisfigur, nämlich der Eiselefant. Ja, vielleicht heutzutage, Sie wollen schon ein bisschen Fantasie des Elefanten sehen, aber die linke Seite bei mir war der Kopf. So, es schaut schon ein bisschen verschiedenes aus, aber warum ist das so? Ja, das heißt, Schwänzchen bleibt mal 10 Meter hier im Sommer, natürlich. Aber dann im Frühling nächstes Jahr kommt immer wieder viel mehr neues Eis dazu. So, das Eis wächst für jedes Jahr. Das heißt auch für uns, wir kommen erstmal zum Höhle in der Saison. Es ist eine große Überraschung, wie alles schaut hier aus und was gibt es Neues. Alexander von Mörgenhof. Es ist 40 Meter hoch und 70 Meter lang. Jetzt gibt es immer noch ca. 400 Meter Kalkstein über uns bis zum Tageslicht. So, Alexander von Mörgenhof war der erste Höhlenforscher hier. Er hat die große Eiswand übergeklettert im Jahr 1913. Aber leider ein Jahr später ist er gestorben im Ersten Weltkrieg. Er war nur 27 Jahre alt, als sein letzter Wunsch, er wollte hier in diese Höhle begraben sein. Seine Urne ist bei dem Ende dieser Halle mit 6 Asche. Eine ganze Kilometer weit drinnen im Dennegebirge Massiv. Es ist der wunderschöne Eispalast. Und ja, das Höhlensystem geht natürlich weiter von hier Richtung hinten mir, über 40 Kilometer lang. Aber das ist echt wie ein großes Labyrinth. Es geht in jede verschiedene Richtungen und viele verschiedene Etagen. Aber ohne Eis, wegen der kalten Wind. Der Wind ist einfach nicht mehr kalt genug, das Kalkstein weiter ab. Und ja, unter uns hier ist über 7 Meter Eis. Und das älteste Eis ist hier, irgendwo ganz unten. Aber leider, wir wissen das nicht ganz genau, wie alt ist es.
Die Höhle war ausgelöscht beim Wasser ungefähr 6 Millionen Jahre. Und ja, von hier, wir müssen schon zurückgehen, dann wir haben noch eine offizielle Pause. Und dann nur 700 Stufen zum Runtergehen. Unsere letzte offizielle Pause. Und hier, Sie können sehen, diese sehr, sehr schöne Eiswand hinter mir mit verschiedenen Schichten. Jede Streifen ist ein Jahr. Es ist ungefähr das gleiche wie die Jahreslängen bei den Bäumen. Leider bei uns ist es nicht ganz genau so. Zum Beispiel, das kann passieren, dass wir mal kein neues Eis in einem Jahr und noch ein paar Kleinigkeiten. Deswegen wissen wir nicht ganz genau, wie alt ist das Eis drinnen. Aber natürlich, Wissenschaftler können das schon ungefähr sagen. Und sie sagen, diese Wand geht noch 5 Meter runter. Da unten, das Eis ist ca. 5000 Jahre alt schon. Und von hier, wir müssen die letzte Treppe aufgehen, das ist ungefähr 60 Stufen, aber dann wir sind bei dem höchsten Punkt aus unserer Führung, das ist 1775 Meter Seehöhe, das heißt, wir haben geschafft 134 Höhenmeter herinnen. Ja, das ist mehr als ein 40-stöckiges Haus, und danach, wir müssen runtergehen auf nur 700 Stufen, zurück zum Tageslicht. Bravo.
Der befestigte Fußweg zur Bahn und den Höhleneingang beträgt ca. 40 Minuten. Ich rate zu festem Schuhwerk. In der Höhle hat es konstant 0 Grad. Dicke Jacke und Kopfbedeckung sind empfehlenswert. Es gibt keinen Strom. Licht kommt nur durch die Karbidlampen und das brennende Magnesium in die Höhle. Aber gerade diese Art der einfachen Beleuchtung macht den Besuch so mystisch und magisch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.